Gestra, ein internationaler Hersteller von Armaturen und Regelungstechnik, hat 2009 das erste komplette gläserne Dampfsystem der Welt in Betrieb genommen. Alle Bauteile wurden aus hitzebeständigem Glas hergestellt. Hierdurch ist es erstmalig möglich, direkt in einen Dampferzeuger zu schauen und die Entstehung von Dampfblasen oder das Entgasen von Speisewasser zu verfolgen. In verschiedenen Filmaufnahmen werden viele Themen des Dampf- und Kondensatsystems erläutert. Hier werden alle thermodynamischen Vorgänge bei der Erzeugung von Dampf, bei der Kondensation, bei der Kondensatableitung und die Entstehung von Wasserschlägen gezeigt. Dieser Film zeigt die thermischen Vorgänge bei der Erzeugung von Sattdampf in einem gläsernen Dampfkessel. Zur Erläuterung dient der gläserne Verdampfer der Gestra AG Bremen. Der Verdampfungsprozess geschieht bei einem Betriebsdruck von 1,3 bar Ü, entsprechend 2,3 bar absolut. Bei diesem Druck beträgt die Siedetemperatur, wie auch die Sattdampftemperatur, 124,7 Grad Celsius. Da Druck und Temperatur physikalisch fest miteinander verbunden sind, wurde auf den Einbau von Thermometern verzichtet. Es kann erst zur Bildung einer Dampfblase kommen, wenn das Kesselwasser die Siedetemperatur bei dem entsprechenden Druck erreicht hat. Die Leistung des Dampfkessels beträgt 50 Kilowatt, was einer Dampfmenge von 80 Kilogramm pro Stunde entspricht. Die Ausrüstung des Dampferzeugers besteht aus folgenden Komponenten: dem liegenden Verdampfer DN300 mit Edelstahlvorkopf für Primärdampfeintritt und Kondensataustritt sowie 16 Verdampferrohren, einem Manometer mit Druckmessumformer und einer Niveaumessung mit kapazitivem Messprinzip in einer außenliegenden Messflasche, einem Sicherheitsventil mit einem Ablasedruck von 1,5 bar Ü und einem Dampfaustritt mit Glaskugelhahn. Eine Besonderheit des Gestra-Dampferzeugers ist, dass die Heizstäbe nur 2/3 des Glaszylinders beheizen, aber der rechte Teil unbeheizt ist. Dadurch dauert es etwas länger, bis die Temperatur im rechten Teil des Glaszylinders auch die Siedetemperatur erreicht. Durch diese Bauart lassen sich Besonderheiten bei der Speisewasserzufuhr und der Verdampfung speziell erläutern. Die Beheizung des Wassers beginnt. Deutlich ist dabei die Thermik zu sehen. Schlieren bewegen sich im Wasser. Bei einer Temperatur von ca. 60 Grad Celsius ist das Wasser nicht mehr in der Lage, den gesamten Sauerstoff zu binden, und kleine Bläschen bilden einen Schaum auf der Wasseroberfläche. Dieser besteht aus nicht kondensierbaren Gasen, die anschließend in die Gasphase, also in den Dampfraum, übergehen. Beim Überschreiten der Siedetemperatur in der Nähe der Heizstäbe und deren PTFE-Träger bilden sich die ersten Dampfblasen. Anfangs implodieren diese sofort, schaffen jedoch schnell den Aufstieg in den Dampfraum oberhalb des Wasserspiegels. Wenn vermehrt Dampfblasen durch die Wasseroberfläche aufsteigen, ist auch in diesem Bereich die Siedetemperatur erreicht. Aufgrund des 1700-fachen Volumens, verglichen mit dem Wasser, steigt nun der Druck im Dampferzeuger. Der Betriebsdruck wird auf 1,3 bar Ü eingeregelt, sodass vom Druckmessumformer über den Druckregler das pneumatische Regelventil angesteuert wird und schließt. Damit wird die Dampfzufuhr in dem Vorkopf gedrosselt. Nun ist der Dampferzeuger mit Sattdampf bei einem Druck von 1,3 bar Ü und einer Temperatur von 124,7 Grad Celsius gefüllt. Diese Temperatur muss identisch mit der Wassertemperatur sein, da sich sonst kein Sattdampf hätte bilden können und andererseits zwei Medien mit unterschiedlichen Temperaturen im selben Behälter zu thermischen Schlägen führen können. Sattdampf ist unsichtbar. Erst wenn er an die Atmosphäre austritt, kondensieren die ersten Dampfblasen sofort und bilden kleinste Wassertröpfchen, welche sichtbar werden. Jedoch wird dieser Dampf aufgrund der Wassertröpfchen als Nassdampf bezeichnet. An der Glasoberfläche gibt der Sattdampf Wärme ab und kondensiert. Das Kondensat bildet an der Glasoberfläche einen Wasserfilm und fließt nach unten in den Dampferzeuger zurück. Ein großer Vorteil des Großwasserraumdampfkessels ist die Speicherung und sofortige Bereitstellung von Dampf, wenn dieser zum Beispiel durch starke Dampfentnahme angefordert wird. Das Wasser im Dampferzeuger hat bei einer Temperatur von 124,7 Grad Celsius eine Enthalpie von 523,7 Kilojoule pro Kilogramm. Öffnet man nun das Sicherheitsventil und entnimmt dadurch eine gewisse Menge Dampf, sinkt der Druck im gesamten System. Gleichzeitig sinkt die Enthalpie des Wassers schlagartig, was zu einer sofortigen Dampfbildung im Wasser führt, obwohl keine externe Beheizung erfolgt. Um dies zu demonstrieren, wird das Sicherheitsventil in kurzen Abständen geöffnet.
Nun wird die Dampfentnahme geöffnet und Dampf in den gläsernen Wärmetauscher geleitet. Am Anfang kondensiert der Dampf schnell und wird sichtbar. Es bildet sich Kondensat und wird durch die Strömung mitgerissen. Nach kurzer Zeit sind die Glasbauteile durchgewärmt und der Dampf strömt unsichtbar nach oben. Kondensattropfen sind sichtbar, welche entweder mitgerissen werden, in Schwebe sind oder nach unten zurück in den Dampferzeuger fließen. Der Sattdampf strömt in den Wärmetauscher. Im Wärmetauscher werden 38 Röhren von kaltem Wasser durchflossen, welches dabei von etwa 15 Grad Celsius auf 40 Grad Celsius erwärmt wird. Der Dampf umströmt die inneren Glasrohre, gibt dabei seine Kondensationswärme ab und bildet Kondensat, welches von den Glasrohren nach unten tropft. Dort sammelt sich das Kondensat und fließt durch den Austritt nach unten ab. Schauen wir nochmals auf den Dampferzeuger. Die Dampfqualität scheint gut zu sein. Wird jedoch verlangt, dass trockener Dampf zum Wärmetauscher gelangt, muss eine Dampfleitung alle 50 bis 80 Meter entwässert werden. Sind schwankende Betriebsparameter vorhanden, sollte auf den Einbau eines Dampftrockners nicht verzichtet werden. Deutlich ist zu erkennen, wie Kondensat am Boden der Dampfleitung fließt. Machen wir nun einen Versuch und erhöhen den Füllstand des Kesselwassers im Dampfkessel von 60% auf 67%. Langsam öffnet sich das Speisewasserventil und Speisewasser mit einer geringeren Temperatur als das Kesselwasser gelangt in den Dampfkessel. Nun vermischt es sich mit dem Kesselwasser. Da die Mischtemperatur nun unterhalb der Siedewassertemperatur liegt, gibt es in diesem Bereich keine Bildung von Dampfblasen mehr. Dem Dampfkessel fehlt es nun an Leistung. Beim Blick auf das Manometer wird festgestellt, dass der Betriebsdruck sinkt. Um dies zu verhindern, wird das Speisewasser in Dampfkesselanlagen über den Economizer geleitet, wo es durch heiße Abgase im Schornstein vorgewärmt wird. Inzwischen ist der Füllstand bei 65% angelangt. Erste Tröpfchen schießen im Dampfdom nach oben. Der Dampfkessel beginnt zu spucken. Im Dampfprozess wäre dies ein kritischer Moment, da Kesselwasser mit hoher Leitfähigkeit ins Dampfsystem gelangt. Dies führt zu erhöhter Korrosion im gesamten Dampfsystem mit all den kostspieligen Folgen. Außerdem verliert der Dampf an Wärme, denn er wird mit Wasser versetzt. Eine Art Nassdampf verlässt den Dampferzeuger. Dies kann unter Umständen zu mangelhafter Beheizung führen, da die Kondensatableiter am Wärmetauscher für diese Mengen an Kondensat nicht ausgelegt sind. Hier wird deutlich, wie wichtig eine exakte Niveaumessung mit nur sehr geringer Regelabweichung ist. Eine außenliegende Messflasche bietet hier optimale Messergebnisse. Egal wie sich die Turbulenzen im Dampfkessel austoben, der Füllstand in der Messflasche ist absolut ruhig. Gemessen wird mit einem kapazitiven Messsystem, welches stufenlos ein 4 bis 20 mA Signal liefert. Der Füllstand im Dampfkessel kann so mit nur 1 bis 2% Abweichung geregelt werden. Bei Einsatz von konduktiven Niveausonden nach dem An-Aus-Prinzip ist eine solch genaue Regelung nicht möglich. Machen wir noch einen Versuch. Wieder wird das Sicherheitsventil geöffnet, um zu simulieren, wie es sich auswirkt, wenn große Dampfverbraucher zum System zugeschaltet werden. Durch die verstärkte Dampfentnahme fällt der Druck im System. Sofort bilden sich überall im Kesselwasser Dampfblasen, ausgelöst durch den Druckabfall und den Überschuss an Wärme bzw. Enthalpie. Die Dampfblasen haben ein großes Volumen, wodurch der Wasserspiegel hochgedrückt wird. Durch den sinkenden Druck wird auch die Flächenbelastung auf die einzelnen Dampfblasen im Wasser geringer, sodass diese mehr Volumen einnehmen und den Wasserstand anheben. Dies kann in der außenliegenden Messflasche beobachtet werden. Wird die Dampfentnahme geschlossen, fällt der Wasserspiegel wieder nach unten, da die Menge an Dampfblasen im Wasserraum schnell wieder deutlich geringer geworden ist. Dabei ist ein Unterschreiten des Grenzwertes möglich, was zum Abschalten der Feuerung führt. Hier ist der Einsatz einer Drei-Komponenten-Regelung notwendig, welche Dampfentnahme, Speisewasserzufuhr und Wasserstand im Dampfkessel berücksichtigt, um ein zu frühes Drosseln des Speisewasserregelventils zu verhindern. Vielen Dank für Ihr Interesse.